Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Sehr gut, sogar die richtige Richtung genommen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Na toll, Sprüche von ihm. Würdest du $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Aha, wie lustig. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh Gott. Oh, bitte. Oh, der tut schon weh beim Zuhören. Er ist so unglaublich eloquent, von ihm will ich unbedingt Anmachsprüche lernen. Hey, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Naja, kennst wenn er meint... Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Ich frage mich echt, wie der irgendwelche Weiber abschleppt, aber wahrscheinlich alle bezahlt dann. Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Die anderen waren auch schlecht. Hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Okay, und jetzt rechts abbiegen. War ja noch nicht so, als wären die anderen besser gewesen, muss ich mal so sagen. Okay, wir sind fast da. Fahr hier nach rechts. So, da hat sich das mit dem ordentlich Fahren auch schon erledigt. Jetzt mache ich gerade doch den einen oder anderen Titscher hier an die Karre. Naja, was soll's. Ist ja unsere jetzt. Das ist mein Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Na klar doch. Lass mal sehen. Was gibt's denn hier? Können wir hier Karten kaufen oder wie sieht das aus? Oder vielleicht noch mehr tunen? Ich weiß es nicht. Hey, wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike. Wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts Ausgefallenes. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich hab deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt hab? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaub, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist er nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Er findet's klasse. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Na sicherlich. Schieße auf die Reifen des kaputten roten Wagens. Dann schauen wir mal. Die Frage ist, hier bringt's ja nichts drauf zu schießen. Also wir müssen schon wirklich auf den Gummi hier auf die Reifen hier am Rand schießen, ne? Glaube ich. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Ah, sehr gut. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Ui. War noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Gut, stecken wir die Knarre mal weg. Das ist übrigens das Einzige, was ich geändert habe in der Steuerung. Das Holstern der Waffe ist eigentlich auf H. Das war mir aber zu weit weg von den WASD-Tasten. Deswegen habe ich mir das mal auf G gelegt.
Okay. In die Karre. Achso, ich war zu weit weg. Das war das Problem. Du kommst mit? Na gut. Wahrscheinlich fährt er dann mein Auto weg oder so. Keine Ahnung. So wie wir gekommen sind. Und dann auf dem Haupthighway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. Okay, mit Komma können wir ausschalten. So, ach, da war schon aus. Okay, dann machen wir doch mal aus. Und so, dann möchten wir mal ein bisschen ordentlich fahren, damit wir nicht auffallen mit den Polizisten, ne? Los, fahr hier rechts rein. Ja, ja, geht schon los. Stoppschild scheint ihn auch nicht zu interessieren, also können wir auch einfach durchfahren. Ah, wie ist es, wieder hier zu sein? Großartig. Gut, noch besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Red kein so ein Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist Sand Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Vito. Du hast ja nur ein paar Jahre weg. Es braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Die haben hier jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist ja auch scheißegal. Oh, verdammt, ist er toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Gegend. Du führst dann in mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Ja, wir sind halt in den 40ern, da muss man noch damit leben, dass hier auch ein bisschen Rassismus vorherrscht. Ist ja nur so, wie es damals war. Ich hab vergessen, wie schick es hier ist. Weißt du was? Irgendwann kaufe ich mir hier was. Noch kein Tag zurück und schon ist ihm sein altes Viertel nicht mehr gut genug. Hey, nur die Ruhe, man wird ja noch träumen dürfen. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Lust auf Shampoos? Aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch. Das werden wir schnell ändern. So geil finde ich das hier jetzt auch nicht. Aber gut, wenn man im Ghetto groß geworden ist, dann ist so ein Eigenheim wahrscheinlich schon was Schönes, nehme ich an. Ich selbst kann damit ja nicht so viel anfangen. Ich habe dann Mietwohnungen doch ein bisschen lieber, weil, ja, wenn man sich eben nicht um jeden Scheiß kümmern muss, der halt irgendwie kaputt gehen kann in so einem Haus, ne? Was ich total lästig finde. Gut, ja, Vito, habe ich schon gemerkt, ist ein bisschen anders als Tommy im ersten Teil. Tommy war ja wirklich eine gute Seele und hat eigentlich nichts verbrochen und ist nur notgedrungen bei der Mafia gelandet und dann einfach zu gut gewesen, um nicht aufzusteigen. Aber Vito scheint kein Problem damit zu haben, sich die Finger ein bisschen schmutzig zu machen und auch die Waffe scheint nicht zu stören. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nicht sie weg. Wenn's sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn's Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Ich glaube kaum, dass das klappen wird, ohne dass wir dabei entdeckt werden, oder? Stiehl das cremefarbene Walter Coupé. Geht klar. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Nix, nix. Scheiße. Geh dann mal, ne? Oder vielleicht auch nicht? Oh. Gut, dann müssen wir ihm halt mal ein paar reinzimmern. Kein Problem. Wir sind ja mittlerweile schon geübt da drin. So. Und nochmal einen schweren Schwinger. Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Na komm schon. Jetzt sitzt da aber. Wie viel willst du noch einstecken, bis du endlich umfällst, ha? Jetzt ist es vorbei. Na, geht doch. Ja, lauf nur! Okay, wir schnappen uns mal die Karre. Oh, wer hätte das gedacht? Es gibt noch mehr Ärger. Hey! Hey, was machst du da, du Wichser? Reicht das, um die Karre zu knacken? Ich weiß es nicht. Okay, schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Oh ja, tatsächlich. Haben sie extra so gemacht, dass man es schnell knacken kann. Finde ich gut, finde ich gut. So, und dann würde ich sagen, brennen wir mal durch, so schnell wir können. So, der Kollege wird gleich mal überfahren. Geht ja nicht anders.
Wow, dann sollten wir, glaube ich, mal ganz schnell auf die Tube drücken. Entkomme den Bombers. Bombers heißen sie also, gut zu wissen. Ich weiß, wir fahren in die falsche Richtung, aber das lässt sich gerade mal nicht ändern, denn ich muss mal ein bisschen Abstand zwischen mich und die anderen Leute bringen. Okay, hat sich schon erledigt. Dann drehen wir direkt um und fahren nochmal unsere Ehrenrunde direkt an denen vorbei. Warum eigentlich nicht? Kann man doch mal machen. So. Gut, ja, wir haben ja schon gemerkt, Vito hat kein Problem damit, sich die Finger dreckig zu machen. Fand es auch geil, eine Knarre in die Hand zu kriegen. Ich dachte ja eigentlich, dass er nicht ganz so drauf ist, aber gut, von mir aus, wenn er meint. Ja, dass er kriminell ist, das war ja erstmal der Grund gewesen, weshalb er überhaupt in die Army eingezogen wurde, weil sie ihn geschnappt haben. Und eigentlich ist es nur rechtens, dass Joe ihm ein bisschen hilft, denn er war ja eigentlich daran schuld, dass Vito überhaupt erst im Knast gelandet ist. Vito hat ihn nicht verraten und hat dafür selbst dann quasi die Strafe auf sich genommen. Und ja, Joe muss das jetzt irgendwie natürlich wieder gut machen. Ich frage mich nur bei Joe, erscheint er seine Kontakte so in der kriminellen Welt zu haben? Aber hat er denn jetzt schon was mit der Mafia zu tun? Also Don Carlo hat ihm ja was gesagt. Aber es waren ja bisher noch keine Mafia-Kontakte, sondern bisher ging es ja nur um Autodiebstahl, was wir auch schon aus Mafia 1 kennen. Aber da hatte das auch nicht zwangsweise was mit der Mafia zu tun, die Diebstähle. Aber so richtig mit der Mafia hatten wir jetzt, glaube ich, noch nichts am Hut, ne? Denn das bisher war alles nur so ein bisschen Geplänkel. Aber er hat ja auch gemeint, das ist nur der Vorgeschmack und bald machen wir richtig Kohle. Also vielleicht hat er da schon irgendwas in der Hinterhand, keine Ahnung. Aber er scheint noch nicht so wirklich drin zu stecken. Bisher ist es halt nur so Einführungsprogramm quasi in die grundlegenden Sachen, wie eben zum Beispiel Autoklauen, gut von mir aus. Ich glaube, Joe ist mehr so ein Möchtegern-Gangster, so ein Kleinkrimineller, der halt gut über die Runden kommt, aber noch keine großen Dinger reißt, sondern eigentlich nur halt will, aber noch nicht kann so richtig. Na, wir werden mal schauen, was so rauskommt. Erstmal auf jeden Fall bringen wir jetzt die Karre zurück. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwie noch eine Extrazahlung dafür gibt, dass wir die Scheibe nicht eingeschlagen haben. Ich meine, dass wir dann Schaden an der Karre gekriegt haben, das ließ sich ja kaum vermeiden. Aber wir hätten natürlich auch... Ja, Verzeihung. Wir hätten natürlich auch die Scheibe... Verfolgung aufgenommen. Wirklich? Ach komm schon. Jetzt fahr doch mal. Der fährt nicht los. Wir hätten natürlich auch einfach die Scheibe einschlagen können, aber wir haben dann doch den komplizierteren Weg gewählt, nämlich die Karre aufzuknacken. Wenngleich das natürlich vereinfacht war, wir hatten bloß einen einzigen Stift, den wir drehen mussten und dann war die Kiste schon offen, also das war jetzt nicht das Problem. So, ich weiß, wir müssen hier rein, aber wir haben noch die Bullen am Arsch, deswegen fahren wir erst nochmal eine kleine Runde. Auch wenn es nur ein Strafzettel ist, eigentlich können wir natürlich auch einfach bezahlen. Ach, weißt du, komm, wir bezahlen mal, warum nicht? Hier, tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Wir haben 20 Dollar. Entschuldigen, ja. Entschuldigen. Was gucken Sie so? Ich bin pleite. Ach, okay. Cool, er ist pleite. Wir können ihn nicht abzocken. Finde ich gut. Ja, ich glaube, wir sollten immer ohne Geld durch die Gegend laufen. Denn dann scheint die Polizei gar nicht erst weiter nachzuhaken und scheint es einfach zu lassen. Ist auf jeden Fall ein unglaublich konsequenter Stil. Na gut, wenn Sie meinen. Ich habe nichts dagegen. Wir fahren dann mal wieder zurück. Der Typ, bei dem ich reingerasselt bin, bleibt dann auf seinem Schaden sitzen. Das ist dann sein Problem, ne? Ja gut, ist eben so. Die Polizei hier ist super konsequent. Finde ich toll. Wir bringen die Karre zu Mike zurück und dann kassieren wir mal das Geld. Ach, lässt er sich putzen? Na sowas. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen.
Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Großartig. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Was hast du denn gemacht? Du hast ja deinen Mantel putzen lassen. Na gut, von mir aus gehen wir zurück zu Joes Wohnung. Mann, sieht die Karre eklig aus. Schon wenn ich diesen Reif an dem Auto nur sehe, wird mir schon kalt. Aber ist ja ganz passend hier so zur Weihnachtszeit, in der das Let's Play anläuft, dass wir, weiß ich nicht, wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist dann auch schon nach Weihnachten. Keine Ahnung, wann das überhaupt sein wird. Mal schauen. Also jetzt haben wir gerade noch Anfang Dezember und da ich weiß, dass ein Projekt noch auslaufen muss, bevor das Jahr anfängt, kann ich das noch überhaupt nicht sagen, wann das hier überhaupt sein wird. Da passt das ja aber ganz gut, so thematisch, dass wir jetzt hier auch Winter haben. Ich kann Winter bloß halt überhaupt nicht ausstehen. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Oh, sehr gerne, da können wir nämlich schnell fahren. Ich weiß auch nicht, mir fröstelt's schon, wenn ich nur diesen Reif an der Karre sehe. Hast den Job sauber über die Bühne gebracht? Nicht übel. Ja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. So, wir müssen mal schauen, dass wir um die Ecke kommen. Bei der Geschwindigkeit ist das doch ein bisschen schwierig zu steuern, also, mit der Karre. Was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Ist schon sehr... Hey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? Natürlich. Gut, wir stellen die Karre rein in die Garage, wunderbar. Dann gehen wir mal ins Apartment wieder. Ja, der, auch dieser Schnee, der ist so unglaublich dreckig hier in der Stadt halt, dass das an der Karre dann kleben bleibt. Ist irgendwie nicht so geil. Also so unberührter Schnee ist schon schön, aber dieser dreckige Stadtschnee finde ich nicht schön. Ist nicht so mein Ding. Gut, auf nach oben. Ich nehme an, dann gehen wir wieder pennen, oder? Weil der Tag ist ja rum, so wie es jetzt klang. Und an der Stelle mache ich nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, geht weiter. Wir gehen rein und legen uns hin. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Okay, öffne den Kühlschrank und nimm etwas zu essen heraus. Sehr gerne. Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Wenn du isst und trinkst, kannst du Verletzungen heilen. Aha, dafür ist das also. Alles klar. Dann stopfen wir uns mal ein Sandwich rein. Und damit ist das Leben auch wieder voll. Wunderbar. Gut, ich finde übrigens auch dieses Radio unglaublich cool. Diese riesen Anlage, die er hier stehen hat. Na gut. Vielleicht finde ich sie aber auch bloß so unglaublich riesig und groß, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist unbedingt. Weil ich das vom Aussehen her mit einem Gitarrenverstärker verbinde. Und wenn man den Verstärker in der Größe hat, kann man ordentlich Krach machen. Deswegen, vielleicht überschätze ich das Ganze hier von der Lautstärke her. Ich bin halt bloß vom Aussehen her so von Verstärkern gewohnt. Und wie gesagt, Verstärker sind unglaublich laut. Hat man auch, wenn man bei irgendwelchen Auftritten auf der Bühne immer diese Mauern aus Verstärkern hat, bei irgendwelchen Metal-Bands oder so, da sind dann vielleicht zwei Verstärker von an, weil die einfach ausreichen, um die komplette Bühne und das Publikum zu beschallen. Und die anderen sind aus, weil man einfach wahrscheinlich sterben würde, wenn man alle anmacht und voll aufdreht. Weil das Gehör dann platzt. So, wir legen uns hin. Und warten auf den nächsten Tag.